Also primär benutze ich das Ding jetzt, um Dinge auszuprobieren. Wir haben da im Livestream eine ziemlich nette Farming-Maschine mal entworfen und gebaut und so. Ein schönes Minecart-Farming mit Kindersicherung, nein. Also neben der Kindersicherung, die natürlich auch drin war, mit hier, wie heißen sie die neuen Dinger? Mit Trichtern, genau. Mit Trichter. Mit Trichter. So, bling, bling, mit Trichter. Bling, bling. Sowas haben wir da gebaut und das war ziemlich, ziemlich cool. Das Ding funktioniert nämlich. Also bis auf den initialen Trigger, der funktioniert noch nicht, aber der Rest funktioniert. So, das heißt, hier könnte man jetzt auch wieder genau so eine Höhle wie diese ausheben und auch so machen. Dann könnte man die beiden verbinden. Und dann, das würde bedeuten, man macht das jetzt hier 3, ne? Ja. Bin mir immer nicht so sicher, ob ich das wirklich gehört habe oder ob das jetzt aus dem Spiel kam oder aus der Musik. Irgendwie merkwürdig. So, jetzt habe ich das äußere Skelett weggehauen, ne? Quasi. Was an sich für sich genommen keine gute Idee war. Naja, gut. So was Cleanstone herstellen, was soll's. Haben wir noch Kohle bei. Können wir das wieder korrigieren. Soweit das ist richtig. So, 3. 2. 3. Ne, es war total richtig, aber ich habe es irgendwie verbaselt. So. Ha! Und da können wir ja zur Abschreckung... Nee, warte mal. Wir machen gleich Cleanstone. Was soll der Geiz? Mal hier ein Ofen reicht uns erstmal. Essen sollten wir demnächst, aber nicht jetzt gleich. Das ist auch gut. Und hier das Öfle. Das Öfle. Na, dann können wir das hier. So. Ja. Schön. So. Und der schmeißen wir den. Die Shift-Taste. Die Shift-Taste. So, schmeißen wir das so rein. Und generieren uns Cleanstone. Zum Ausbessern von dem, was wir so verbucken. Das sieht doch hier schon mal sehr gut aus. Und die hintere Wand ist auch okay. Müsste eigentlich auch in einem anderen nicht machen. Ja, später. Auf jeden Fall ist Nacht. Also legen wir uns hin. Hinlegen. Und wir trinken einen Schluck. Prost! Und ich sage ja zu dem, was auch immer gerade in meinem Glas drin war. Geschmack undefiniert, Farbe leicht grünlich. Jetzt blieb ich schon wieder hängen an einem virtuellen, unsichtbaren Pixel. Also wer auch immer auf die Idee kommen, sollte oder beziehungsweise eine Idee hat, was man so hier einstellen müsste, damit das mit der Shift-Taste wieder immer funktioniert und nicht nur manchmal, sage mir bitte Bescheid. Vielleicht ist es auch Dextry oder... Ach, keine Ahnung. Ihr kennt euch da ja eh besser aus als ich. Und da ich sowieso immer primär das tue, was mir gesagt wird, wäre es schön, wenn einer von euch sich erbarmen würde, um mich aufzuklären, was ich denn hier schon wieder verstellt habe. Wäre echt nett. Fancy und so. So. Und so weit müsste man das hier ausheben. Der Raum ist ja eins größer als dieses Anfangsdingens, ne? Jetzt hole ich mir gleich mal die paar Cleanstones hier raus. Hui. So. Die sehen auch so richtig unterschiedlich jetzt aus, ne? Da haben die Text...
Miniaturen. Designer sich richtig Mühe gegeben, uns in die Irre zu führen. Ah ne, das habe ich da anders, ne? Da sind sie noch eins weiter. Genau, ich brauche dafür nämlich auch eine Eisentür und Knopf und da. So. So, Knopf. Das heißt, irgendwie so ein bisschen laggig kommt es mir vor. Ich weiß nicht, bin ja dann gespannt, wie die Qualität des wirklichen Videos, also des Videos, welches ich bei YouTube hochladen werde, dann aussieht. Aber aktuell habe ich so das Gefühl, als ob es nicht wirklich besser ist. Auf jeden Fall ist es mal wieder in 720p nach meinen Einstellungsverwirrungen der letzten Streams, Casts und so. Ja. Schön. Immerhin bin ich noch nicht tot, aber meine ganze Arbeit von vorhin ist für die Katz. Naja. Verdammte Scheiße. Was wollen wir machen? Na, was wollen wir machen? So. Hilfe. So, und die Druckplatte da auch gleich hin. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Macht in Summe 5 jetzt bereits. Eine Tiefe von 5 bei einer Breite von 7. Also wenn der Raum quadratisch werden sollte, das könnten wir ja machen, dann machen wir hier rein unsere, also unsere Werkstatt quasi. Können wir ein Itemframe auch drüber hängen. Ein Itemframe selber bräuchten wir dann aber auch wieder Leder, ne? Also müssten wir erst Kühe fangen und brauchen eine Farm für. Eine Animal Farm. Na, mal gucken. Ah, jetzt habe ich euch doch direkt ins Ohr gehustet. Es tut mir leid. I appreciate it. Nein. Nicht so ganz. English for Runaways. Ja. Was könnte man denn noch so erzählen, jetzt wo ich hier wieder terraforme und einfach nur Stein aus dem Berg haue? Was könnte man denn noch erzählen? Ich hatte ja schon gesagt, dass ich weg war die letzte Woche. Es tut mir auch leid, dass der Cast dadurch ausfallen musste, aber ich hatte leider nicht die Möglichkeit, dort wo ich war, den Cast durchzuziehen. Dies war technisch leider unmöglich. Wäre aber trotzdem irgendwie geckig gewesen, wenn ich es trotzdem hingekriegt hätte, aber naja. Die technische Möglichkeit war vielleicht sogar gegeben, aber auf jeden Fall fehlte die Zeit, das auch wirklich zu tun. Weil es ja immer der Scheiß mit so einem Scheiß hier. Das kostet immer so Zeit, wisst ihr? Und Zeit ist so ein rares Gut. Kommt euch jetzt vielleicht noch nicht so vor, aber aktuell kommt es mir echt so vor. Kohle. Na, toll. Und 5 mal hin und her zwischen den 2 Möglichkeiten hier. Das ist immer. Das ist also so, genau so und nicht anders macht man das. So. Es könnte sogar schon die Oberfläche sein. Deswegen belasse ich es gleich mal bei der Größe. Ich hoffe, ich bin jetzt auch bei einer ungeraden Zahl. Aber ich muss das gleich alles hier wieder zumachen. Mal schauen. Also auf jeden Fall brauche ich hier noch einen Zugang. Das hier muss mir definitiv nicht entgehen. So dunkel, ne? Ich sehe ja kaum noch was. Bei YouTube ist es schwarz. Aber ja, das muss hier der aktuellste Map-Generator sein. Der baut auch so Adern aus Zeug.
sind ja schon wieder Level 12. Mann. So, jetzt haben wir hier schon wieder Zeug. Ach, da ist auch noch was. Das hier noch raus. Und das hier und das hier und das hier. So, damit hätten wir dann das. So, bei welcher Tiefe sind wir denn? Bei einer Tiefe von 4 und 4, 8, ja. Natürlich. War die dichteste Näherung zu 7, die man hinkriegen kann, ne? Wenn man so gerade am Abbauen ist und darüber nachdenkt, was man denn so sagen könnte, außerhalb des Mitziehens von Klötzchen. Es tut mir leid. Das habe ich jetzt auch schon 4 oder 5 Mal gesagt. Eigentlich tut es mir ja nicht leid. Oder tut es mir doch leid? Ich bin mir da noch unsicher. Auf jeden Fall können wir hier Kabels reinhauen. Das Löchli wieder zu. So. Schön. Also weil das hier ist 7. Also müssten wir hier so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Und hier ist die Wand. Und dafür haben wir nicht genug Zeug bei. Also gehen wir mal rüber. Den inneren Durchgang werden wir dann auch gleich. So viele. Naja, gut. La, 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 la. So, 7. Uff. Unter der Kante ist gleich nichts mehr. So, 7 war die Vorgabe, ne? 7. Wie sieht's da oben aus? Oh, ziemlich erdig. So. Ergo. Decke rausholen. Der große Plan ist noch nicht so aufgetaucht, ne? Vor eurem geistigen Auge. Ich kann euch beruhigen, vor meinem sieht auch nicht viel heller aus. Ich fühle mich gerade auch eher wie eine Energiesparlampe. Als wie einer, der dem die genialen Ideen nur so aus den Fingerchen sprudeln. Naja, oder aus den Augen, Ohren, wisst ihr schon. Verschwende ich noch das rahe Gut Cleanstone? Na, wir haben es ja. Und dann gleich wieder neuen ansetzen. So. Das Geile ist, die halbe Wand hauen wir eh gleich wieder raus. Aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall, die stoßen jetzt hier direkt aufeinander. Das heißt, wenn man jetzt hier im Abstand von 1, das wäre hier, sowas macht. So, machen wir so. Machen wir so. Gleich wieder Gravel. Oder Kies, Gravel oder wie ihr es auch immer nennen wollt. Vielleicht auch Kopfkissenfüllung. So, das ist 1. Das ist, das heißt, hier sind wir. Wenn ich das auch 2 breit machen will, dann sind wir hier. Nö. Seht ihr doch genauso wie ich. Das reicht hier noch. Ja. So, Dinge, die man nicht sieht, machen wir so zu. Dinge, die man sieht, machen wir so zu. So. Und wenn ich jetzt hier durchbreche. Bin noch nicht da, wo ich hin wollte. Verdammt. Knauf. Das, nachdem man zugemacht hat. Das ist immer das Schöne, ne? Also, nachdem man sich gesagt hat, Mann, jetzt, was soll der Geiz? Jetzt setze ich mal hier meine guten Cleanstone-Dinger ein und wir werden mal hier, ne? Nicht so knauserig sein. Und das hat man nun davon. So. So. Genau. Ja. Also im Endeffekt ist das damit unterbrochen. Ist mir jetzt auch furzigal. So, damit hätten wir das. Und das sieht schon mal gut aus, diese Säule.
Wobei man hier unten noch... Warte mal, nehme ich mal weg.